Nicht Nell Zink sitzt hier, aber ich möchte diesen Programmpunkt anmoderieren, und zwar deshalb, weil mir das ein ganz großes Bedürfnis ist. Es erwartet Sie nun eine Gruppenlesung von Studierenden der Schule für Dichtung, die von der Autorin Nell Zink unter dem Titel Ästhetik der Vögel geleitet wurde. Und als krönenden Abschluss wird uns aber auch die Autorin selbst einen Einblick in ihre jüngste Publikation geben, nämlich in den Roman Avalon. Dass uns diese Ehre zuteil wird, basiert auf einer Kooperation mit der SFD, die seit der ersten Ausgabe der Sprachspielbiennale West im Jahr 2016 besteht. Und deshalb gilt unser herzlicher Dank Fritz Ostermeier und Herbert Nachtmann für diese Kooperation bzw. für diese Zusammenarbeit und für dieses Vertrauen sozusagen. Wir danken heftigst zurück. Für unsere Arbeit, genau. Ich möchte Ihnen Fritz Ostermeier ganz kurz vorstellen. Ich hoffe, Nell Zink hat das nicht in irgendeiner Art und Weise vorbereitet, aber auch das ist mir ein Bedürfnis. Wir kennen uns erst seit 5 Minuten. Okay, weil es sozusagen räumliche Verbindungen gibt. Und zwar Fritz Ostermeier ist 1956 in eine politische Familie im burgenländischen Schattendorf hineingeboren worden und ist uns als Journalist, Autor, DJ und Musiker bekannt. Er war zunächst als Kulturredakteur bei der Stadtzeitung Falter und als Musikredakteur bei der Tageszeitung Standard, der Standard tätig. Weiters war er freier Radiomacher für ORF-Sendungen wie die Musicbox, Diagonal oder Kunstradio gewesen. Und schließlich begann er für den neu gegründeten Sender FM4 als Sendungsgestalter Kultsendungen gestalten wie Im Sumpf oder Graue Lagune bzw. auch Doppelzimmer gemeinsam mit seinem Kollegen Thomas Edlinger. Daraus erwuchsen Publikationen wie die Sumpfprotokolle oder die Traumprotokolle der Sumpfisten, und zudem ist er seit 2012 künstlerischer Leiter der Wiener Schule für Dichtung, und seine Musikaffinität, die mich irgendwie äußerst beeindruckt hat vor mittlerweile 30 Jahren, würde ich sagen, waren sozusagen zwei Kompilationen, nämlich Dead and Gone 1 und 2 mit einer Kompilation aus Trauermärschen und Trauerliedern, die ich nicht nur einmal hörte. Auch ein Hang zur Schlagermusik ist ihm nicht abzusprechen, sozusagen. Free Jazz und Schlagermusik, dann okay, klingt es besser. Free Jazz und Schlagermusik, genau. Und eine seiner jüngsten Produktionen, die ich unlängst auch im Film sozusagen gehört habe oder hören konnte, ist eine Filmmusik, die er gestaltete für Richie Bravo, die Titelfigur, und zwar mit dem Titel Ende der Nacht, in Ulrich Seidels preisgekrönten Film Rimini, die gesungen wird. Und leider haben wir versucht, sozusagen eine Einspielung zu bekommen. Leider ist uns das nicht gelungen, aber sehen Sie sich bitte diesen Film an. Es ist eine wunderbare Sache geworden. Fritz, vielen herzlichen Dank. Vorhang auf für dich, für Nell Zink, für die Schule für Dichtung und für Herbert Nachtmann. Vielen Dank. Ich hingegen danke im Namen der Schule für Dichtung sehr, sehr, sehr euch allen für diese wunderbare Zusammenarbeit seit vielen Jahren. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Liebe Leute, wenn ich jetzt bald dann irgendwann völlig außer Atem bin, hat das nichts damit zu tun, dass ich die letzten Tage gesoffen hätte oder zu viel Sport gemacht, sondern mein Herzinfarkt ist noch sehr, sehr frisch. Ich bin wirklich noch schnell außer Atem. Darum müssen wir schnell agieren, bevor mir die Luft ausgeht. Ich freue mich sehr, weil ich habe mich total gefreut auf die Klasse Nell Zink. Es gibt ja noch einen Untertitel zu diesem wunderbaren Titel Ästhetik der Vögel. Wer, wenn ich schriebe, hörte mich denn aus der Meisenordnung an? Also wenn das nicht fantastisch ist. Und ich habe mich so gefreut auf die Klasse, und dann liege ich im Spital und liege daheim und kann nichts anderes als binge-watchen. War auch nicht so schlecht. Aber ich hätte viel lieber Bird gewatcht mit Nell Zink und der Klasse. Liebe Nell, komm zu uns. Ich habe Sie wirklich soeben erst kennengelernt. Ja. Würde ich ja nicht mit irgendwas anstecken durch übertriebene Intimität auf der Bühne. Keine Intimität, nein, nein. Nee, tut mir leid. Okay. Aber ich beginne gleich mit einer Obszönität. Oh. Weil Nell ist das eine ist bei meinen Schriften nicht allzu schwer zu finden.
manchmal. Na, ich habe was anderes. Also die Obszönität besteht darin, Sie vorzustellen als große, große Ornithomanin. Kann man sagen, dass du eine Ornithomanin bist? Also ich kenne so viele, die so viel schlimmer sind, dass ich das bei, sowas bei mir nicht anwenden würde. Okay, eine Vogelnährerin sondergleichen, das schon. Nur eine Birdwatcherin? Aus welchem Interesse? Also ich meine, es muss Leidenschaft dabei sein. Für normale Menschen. Obsession und Passion schon. Passion. Und unter normalen Menschen würde ich als Vogelnährerin durchgehen. Unter richtigen Ornis bin ich nur peinlich. Also das ist so ein Mittelding, Mittelmaß in Reihenform. Wie würdest du Klaus Nüchtern dann in diese Vogelhochzeit einladen? Über mir. Auf jeden Närrischer, Fall. Er tut mehr für die Vögel. Spleeniger, weil er Brite, Brite der Seele ist. Du bist ja Amerikanerin der Seele. Das stimmt. Wir haben Vögel beobachtet in Floridsdorf im Wasserpark an der Kammer angezogen, wie für die Fasanenjagd. So eine Tweedjacke. Oder auch Fuchsjagd. Ich glaube, der ist sogar ein Freund der Fuchsjagd irgendwie. Das will ich gar nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. Okay. Meine Tierliebe ist so groß, dass ich Klaus Nüchtern wahrscheinlich bekopfnussen würde. Aber ich spiele dir jetzt was vor, auch Ihnen, weil es ist unglaublich. Gewisse Vögel können andere Vögel imitieren. Der berühmte Leierschwanz, der australische Grauschwanz, Leierschwanz, Lyrebird, ist ein Meister des Imitierens. Aber nicht nur, natürlich aus Werbezwecken, Balzzwecken. Er wirbt und er tanzt natürlich, der berühmte Balztanz des Leiervogels vor seinem Weibchen. Entschuldigen, darf man das überhaupt noch sagen in der Tierwelt? Das Weibchen? Bei Vögeln schon. Okay. Also das Männchen balzt vor dem Weibchen tanzend, spürt aber instinktiv, dass er ein ganz armes... Also man geht davon aus, dass es Männchen sind. Keiner hat nachgesehen und man kann auch nicht nachsehen, weil die Genitalien sind innen drin in der Kloake. Gott, also man müsste den Vogel eigentlich aufschneiden. Aber also das heißt, man trifft ein schnelles Vorurteil aufgrund des Federkleids und wie oft man da sich irrt. Aber das, was man dann anschaut, weil der Leiervogel glaubt, er ist ein Pfau des Herzens, er stellt sich so hin und plustert sich auf. Ja. Aber das Federkleid ist armselig, das ist nicht so toll. Und darum hat die Evolution ihm quasi eingegeben, dass er zum Genialen, zu einer Samplingmaschine wird. Er kann alle Vögel nachahmen, aber nicht nur alle Vögel. Alles, was er hört, gibt er in einem Art von Appropriation Culture. Ich meine, die Parallele ist offenkundig, also es liegt auf der Hand. Hatten Sie schon oft sehr gut aussehende Männer bei der Schule für Dichtung? Ja, natürlich. Aber das gibt keinen Sinn. Wozu brauchen Sie die Dichtung? Nick Cave. Nick Cave. Sehr gut aussehend? Ich weiß es schon, oder? Also ich würde sagen, sind Sie Falco? Sind Sie eventuell heterosexueller Mann? Fürcht sogar Cis. Ja. Dann können Sie das nicht beurteilen. Okay, schweige. Aber ich spiele euch jetzt einfach nur ein Werbungsbalzding des Leierschwanzes vor. Und ihr werdet staunen. Man glaubt es nicht. Eigentlich kann man den sofort anstellen für irgendeine Sampling-Maschine. Hier macht er noch die Vögelchen nach. Hört man das ein bisschen? Futterbrat. Alarmanlage, Auto. Bohrmaschine. Der passt gut zum Wald, wo er lebt. Ja, klar. Und er wird fotografiert und kann die Fotogeräusche machen.
Unglaublich. Ja. Ein Master of Ceremony. Hast du so einen schon live gewatcht? Nein, nein, der lebt in Neuguinea, glaube ich. Und, Australien und Neuguinea. Das ist relativ weit weg. Ja, ja. Was ist denn die größte Entfernung, die ein Birdwatcher für so eine Sensation machen würde? Euer ökologischer Reisen, Fußabdruck. Die reisen um die ganze Welt und den Fußabdruck macht man sich, also wenn man in solchen Kategorien denkt, dann stehen sie relativ schlecht da. Aber wenn man sich überlegt, dass vielleicht ein Vogelbeobachter dafür sorgt, dass er irgendwo hingeht und die Vögel zählt und überhaupt feststellt, dass dort die Vögel seltener wird oder sowas, dass er dazu beitragen kann, dass der Wald geschützt wird oder sowas, das ist immer ein Geben und Nehmen. Also, ich sage immer, wenn es um den ökologischen Fußabdruck geht von irgendwelchen Urlaubsflügen, dann überlege ich mir einfach, wenn ich wissen Sie, nach USA fliege, weil meine Mutter im Sterben liegt, bin ich umgeben im Flieger von lauter Pendlern und Leuten mit Fernbeziehungen. Und also ich mache mir keine Schuldgefühle. Naja. Nee. Eine wichtige Frage. Wie? Der Lyrebird. Ich glaube, haben Sie Glück. Okay. Das ist ein Sampling-Künstler aus der Nachbarschaft. Der ja, aber weiter. Programm. Ja, Programm, genau, weiter. Ja. Lyrebird war, also zwei der Autorinnen dürfen nicht auftreten, weil wir diesen Vogel mit reingenommen haben. Also sie müssen sich einfach überlegen, wer rausfliegt. Oje, oje, dann will ich nur mal ganz kurz sagen, wenn man Nelson googelt, dann kommt man auch darauf, dass sie ganz früh schon, also 2014 ein spätes Debüt, der The Wall Creeper, der Mauersegler, hast du gewusst, dass am Freitag... Mauerläufer, dass am Freitag der Mauerläufertag war? Das war Mauerseglertag. Ah, jetzt bin ich schnell fertig. Da. Dann will ich will ich ja nur noch sagen. Ich habe sogar ein Mitbringsel mitgebracht. Mauerläufer, Mauerseglertag im Karl Ferkers Park. Ja, ich blamiere mich jetzt so schnell und endgültig. Letzte Sache. Ja. Ab 2000, weil ich dachte ja dann, okay, sie hat vorher ganz was anderes gemacht. Nein, du warst ja ab 2000 ein Fanzine, hast du rausgebracht, ein Fanzine, mit dem wunderschönen Titel Animal Review, also quasi, man kann Tiere loben und dissen anscheinend, das finde ich auch sehr richtig. Und der Untertitel, ich musste das googeln, was es heißt, Fanzine of Herbivorous ja. Youth. Fanzine für die pflanzenfressende Jugend. Und da, ich zitiere es nur ganz kurz, wenn ich darf, eine wunderschöne Passage über den Mungo. Mungos ähneln Flussottern, nur ohne die Flüsse. Einmal mittags und einmal bei Sonnenuntergang tummeln sie sich auf dem hinteren Rasen des Wohnhauses in Haifa, wo man Avner Schatz ja. besucht. Avner Schatz war dein Partner in Crime bei diesen... Ja, ich habe für ihn viel geschrieben. Ja. Ja. Vom vierten Stock aus gesehen, wenn man gerade nach unten schaut, laufen und spielen sie in langen, sich windenden S-Kurven. Sie sind mehr oder weniger wie Schnecken geformt, mit dicken Schwänzen und stumpfen Köpfen. Wenn man versucht, ihnen Futter zuzuwerfen, bläst der Wind es auf die Wäsche der Nachbarn, im Erdgeschoss und in deren Fenster, sodass derzeit nicht bekannt ist, wie Mungos auf Futtergeschenke reagieren. Also das ist Nature Writing, wie es sein soll. Danke. Ja, und ich übergebe schon. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du in der Schule für Dichtung diese wunderbare Klasse gemacht hast. Danke dir. Also jetzt gehen wir schnell über zum abendfüllenden Programm. Hat es einen Titel? Nee, es ist ohne Titel. Die Geschichte, also wir haben uns einfach zusammengesetzt und überlegt, was könnte man vortragen wie so ein Liederzyklus, damit die Geschichte von Beitrag zu Beitrag weiterlebt. Also es sind
im Prinzip Prosa-Gedichte, würde ich fast sagen. Das sind so zum Teil sehr lyrische Texte, aber auch sehr sachlich. Also ist eine riesen Bandbreite von sechs Schülerinnen der Schule für Dichtung vorgetragen. Einer, Eva Riesinger, konnte nicht kommen, also wird als erstes ihren Beitrag von Jana Volkmann vorgetragen. Und dann geht es weiter mit Maria Christina Schinko, Christiane Hammer, Monika Schwärzler, Anna Ladurna, Kathi Peschter und dann wieder Jana Volkmann. Und ich bitte Jana Volkmann auf die Bühne für den Beitrag von Eva Riesinger. Danke. Evas Text hat tatsächlich einen Titel und der lautet Kuckucksreise. Wir ziehen los mit kleinen Herzen. Keins kennt das andere, wir pochen allein. Es ist die Jahreszeit, da wir reisen, von Angola, Kongo oder irgendwo. Ein Auftrag, ein großer. Im Dunkeln folgen wir nordwärts, dem hellsten aller Sterne und träumen vom grünsten aller Bäume. Wo sind's denn jetzt? Rufen sie sich zu, die Kronen der Schöpfung. In ihre Gärten reisen wir, zu den Nestern unserer Jugend in ein paar Büschen. Zu fremden Nestern, in die wir unsere Zukunft legen. Darunter liegt bleiches Fleisch in noch bleicheren Stühlen, wenn es nicht gerade hakt und sät und grillt. Sie sind gekommen, uns zu lauschen, wie wir uns kehlig um Vermehrung mühen. Oh, Schatzel, der Frühling ist da. Zwischen Zweigen sehen wir uns an und begreifen, die Wahrheit ist eine Nadel, sie sticht. Maria Christina Schinko. Mein Text hat den Titel des Kuckuckscoitus. Es gibt einen Konsens zwischen Kuckucksdame und Kuckucksherr, der da lautet, niemals zu verbindlich zu werden. Wobei zu verbindlich, was sage ich, gar nicht verbindlich. Die Herrn und Frau Kuckuck frönen einen ausgelassenen, promiskuitiven Lebensstil, der beginnt, sobald sie sich in ihrem Brutgebiet niedergelassen haben. Kaum angekommen, würde unser eins nach so einer langen Reise einmal die Beine hochlegen und sich ein Nickerchen gönnen. Nicht der Kuckuck. Er, der Herold des Frühlings, des Teufels geflügelter Gestalt, der Inbegriff für wahlloses Durcheinander, beginnt unmittelbar nach seiner Ankunft mit seinem bezeichnenden Gesang. Und singt er nicht gerade, ist er damit beschäftigt, andere Männchen aus seinem Revier zu vertreiben. Ein unnötiges Unterfangen, denn die Damen seiner Zunft schweifen in den Wäldern umher, taub für die lautstark verteidigten Grenzen. Sie fliegen von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, von Wald zu Wald, mit offenen Augen und gespreizten Beinen. Unter Heranwachsenden ist eine unbeeindruckte Haltung schon seit jeher der Schlüssel ins Herz der Angebeteten, also lümmeln die Herrn Kuckuck nun zwischen den Blättern herum. Scheu, aber keineswegs schüchtern, stoßen sie ein heiseres »Ach, ach«, ach, aus, dem die Damen mit einem trällernden Kichern antworten. Ziel erreicht. Der Witz muss gut gewesen sein oder der Vogel gut aussehend. Oder eigentlich auch egal, denn für ein ausgiebiges Kennenlernen nehmen sich die Herren und Frauen Kuckuck keine Zeit. Rein, raus, weg. Da ist niemandem böse und nachtragend ist auch niemand, auch wenn der One-Night-Stand nicht ohne Folgen geblieben ist. Dafür gibt es die Babysitter, Der Nachwuchs wird bei seinen Zieheltern abgegeben und schon machen sich beide auf zur nächsten Party, zum nächsten Flirt, zum nächsten Koitus. Christiane Hammer. Die Unterschiebung. Ein ornithologisches Mikrodrama in drei Akten. 1. Auf dem Tannenbaum. Kuckuck. 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 Eine Kuckuckin im Anflug. Hier bist du und schon wieder auf der Balz. Du kannst wohl gar nicht genug kriegen. Dabei wolltest du mir mit den Rotschwänzen helfen. Die lassen ihr Nest keine Sekunde allein. Kuckuck. Hey, Süße. Wenn es mit den Rotschwänzchen nicht klappt, dann nimm doch einfach die Rotkehlchen. Vielleicht sind die leichter zu überlisten. Bist du übergeschnappt? Hast du noch immer nicht kapiert, dass wir Kuckucksfrauen keine Wahl haben?
In meiner Familie herrscht Rotschwanzpflicht. Meine blauen Eier im Rotkehlchennest, das fehlt noch. Beruhig dich wieder, sonst werden dir noch die Eier schlecht. 2. Im Heim der Gartenrotschwänze. Die Rotschwänzin zu ihrem Mann. Liebling, was ist das für ein Schatten? Ein Sperber! Er kommt näher. Er fliegt genau auf uns zu. Keine Angst, unser Nest ist gut versteckt. Aber nein, er hat uns entdeckt. Der Sperber setzt schon zum Sturzflug an. Wir müssen weg von hier. Aber die Eier, ich kann neue legen. Kuckuck zur Kuckuckin. Jetzt bist du baff. Keiner beherrscht den Sperberflug so wie ich. Nicht einmal der Sperber. Gib nicht so an. Pass mir lieber auf, dass sie nicht wiederkommen. 3. Die Invasion. Die Kuckucksfrau setzt sich ins freie Nest und verschluckt flink 2 kleine blaue Rotschwanzeier. Kuckuck, cool, wie du das machst. Lass mich in Ruhe, ich kann nicht legen, wenn du zusiehst. Na dann, andere Vögel haben auch schöne Kuckuckstöchter. Man sieht sich. Und jetzt kommt Monika Schwärzler auf die Bühne. Es ist ein Dialog und Christiane hilft mir. Das verdächtige Ei. Marie, ich sag dir, mit dem einen Ei stimmt was nicht. Ich habe da so ein komisches Gefühl. Ach was, zugegeben, die Maserung ist eine Spur anders. Aber das wird eben ein besonderes Kind. Manchmal denke ich wirklich, ich habe mich für diese Brutsaison mit einem totalen Konformisten eingelassen. Ich meine ja nur, wenn ich brüte, fühlt sich das eine Ei voller an und da vibriert etwas, das mir regelrecht den Unterleib massiert. Gut für dich. Was denkst du denn, was da ausschlüpfen wird? Man kennt doch diese Geschichten von Kuckucken, die ihre Eier in den Nestern von anderen ablegen. Ehrlich gesagt würde ich dieses Brüten auch outsourcen, wenn ich könnte. Apropos, habe kürzlich im Humans-Teil der VZ gelesen, dass es bei Menschen auch diese Angst vor dem Kuckuck gibt. Sie fürchten zum Beispiel, dass nach Pfändungen ein Kuckuck auf ihren Sachen kleben bleibt. Die Praktiken dieses Vogels müssen also wirklich etwas mit der Umwidmung von Eigentum zu tun haben. Das hilft uns jetzt überhaupt nicht weiter. Ich würde sogar sagen, es nervt. Du solltest mehr brüten und zwar weniger über geändertes Besitzverhältnisse, sondern zum Wohl unserer Nachkommenschaft. Das Kuckucksjunge ist geschlüpft. Na, was habe ich gesagt? Was hast du denn gesagt? Na das. Könntest du deine Befürchtung noch einmal formulieren? Wir glaubten zu legen und wurden gelegt. Das übliche Missverständnis und du jammerst über ein paar verpulverte Wärmekalorien. Aber du hast recht, wirklich sehr verhaltensauffällig, unser Erstgeschlüpfter. Wir sollten uns nach einer Selbsthilfegruppe umsehen. Werde mich einmal erkundigen, aber jetzt entschuldige mich bitte, könntest du inzwischen diesen aufgesperrten Schlund befüllen? Dieses reflexartige Füttern von aufgesperrten Schnäbeln engt mich zu sehr ein. Muss mich von dieser genetischen Fixierung etwas freispielen. Dann bis später. Anna Ladurna. Erster, ruft's aus dem Wald. Zuerst ich und dann lange nichts. Das Boot ist voll, das Nest ist voll und Frühling wird es nun bald. Ich schaukle das schon, schaukle mir das Ei auf den Rücken. Nur nicht zögern, nicht zaudern, auf keinen Fall nachdenken. Immer schön dem Trieb nach. Zu klein, zu schwach, gebitte, wer doch gelacht. Die Beinchen breit, ein fester Stand, bücken, immer schön ducken, klein machen, ganz klein, jetzt vorsichtig, Fingerspitzengefühl. Gefühl, habe ich gesagt. Hast du das gehört? Mit Gefühl,
Nicht so wie du. Du steckst mir ja das Spektiv fast ins Nest hinein, du voyeuristischer Sack. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich oder die, jetzt oder nie, lasset uns singen, tanzen und springen. Ist mir schon klar, die ganz große Show ist das. Ein echtes Highlight für so einen Langweiler wie dich. Wie der sich anstrengt, der hässliche Gnom. Wie er sich abrackert, der elternlose Zwerg. Pack du dir doch deine Eier auf den Rücken, du Auskenner, du Vogelversteher, du. Ene, mene, mu, und raus bist du. Eins, zwei, drei, wo ist es denn, das Ei? Ja, da glotzt du blöd unter dem Schlapphut raus. Der hässliche Winzling hat nämlich einen Plan. Der hat Perfides auf Lager. Der pfeift sich nichts. Skrupel über Bord, Ei über Bord, Mann über Bord. Das kommt davon, wenn man nicht selbst auf sich schauen kann. Die Mama wird schon machen, der Papa wird schon richten. Und, wer ist das Nächste dran? Bücken, ducken, kriechen, nur nicht hudeln, vom Hudeln kommen die Kinder. Und in die Brüche gehen darf hier nichts. Es macht sich nicht gut, wenn einem Geschwisterblut an den Flügelchen klebt. Ausgestellt oder niedergeschnellt? Eibombe, Arschbombe. Einmal geht's noch, ruft's aus dem Wald. Damit man zu was kommt, damit man's zu was bringt. Und du glotz nicht so belämmert in dein Fernglas hinein. Ist das dir was geworden? Ene, mene, meck, und du bist weg. Ein Ziel, ein Wille, eine Ellbogentechnik, so läuft das hier. Wer sitzt fest im Nest? Der Blade. Wer hat das Sagen? Der, der das Maul aufreißt. Wer überlebt? Der Fitteste im Bund. Und wer weiß von nichts? Unser trefflicher Held. Kati Peschta. Dieser Schmerz. Habe Hunger. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Wo bleiben die? Wer sollen sie sein, wenn sie nicht kommen? Muss man einen Schnabel aufsperren, weit und weiter als vorher. Sie finden mich nicht, vielleicht nicht. Habe Hunger. Ich bin hungrig. Beeil dich, komm. Hast du was gefangen? Eine Raupe gefunden? Oder was machst du die ganze Zeit? Fliegst du einfach in der Gegend herum? Schau, wie es da aussieht und die schreit so laut. Ich habe mir das anders vorgestellt. So lieb und kuschelig und süß. Jetzt schreit die den ganzen lieben langen Tag nur herum. Ich weiß nicht, die Eiche habe ich von oben bis unten leer gefegt. Da klettert keine einzige Raupe mehr herum. Und die Kleine hat immer noch Hunger. Was machst du denn? Wo fliegst du hin? Kannst du dich nicht beeilen endlich? Hunger. Ich habe Hunger. Meine Stimme klingt schön, ich schreie noch ein bisschen länger, lauter geht auch. Ach, wie toll, ich habe Hunger, ich will Raupen, wo sind die denn? Ach hier, das hat aber gedauert und nun so eine kleine Raupe nur. Ich habe Hunger, habe ich gesagt, ich will etwas essen, habt ihr nicht was anderes? Ich will was anderes, was Größeres, was Besseres. Ich kann nicht mehr, es tut mir leid, ich muss kurz Pause machen, es stresst mich, merkst du das? Es ist wirklich eine Arbeit, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Sie fällt ja bald aus dem Nest, sprengt unser Nest, wir überfüttern die doch total, das ist ungesund. Jetzt lass dich von der Kleinen doch nicht derart rumkommandieren, das gibt es nicht, hast du kein Gespür, sie isst viel zu viel für ihr Alter. Ich mache jetzt Pause, setz mich hier hin, muss auch mal eine Raupe selber essen. Denkst du, ich denke nur an die, ich habe mir das anders vorgestellt. Ich habe Hunger. Verdammt, wo bleiben die denn? Schon wieder sind die ewig unterwegs. Die mögen mich nicht, die hassen mich, die kümmern sich nicht richtig um mich. Was soll der Mist? Was mache ich hier? Hunger. Schatz, hier, ich habe zwei fette Raupen für sie gefunden. Da ganz hinten neben dem Fluss, da sind noch mehr. Könntest du? Ich habe alles falsch gemacht. Das ist nicht mein Kind. Die Frau hat mich betrogen oder so. Was soll das? Sie denkt nur noch an die Kleine. Die ist schon so breit, dass sie fast rauspurzelt, aber sie will das nicht sehen, ist blind vor Liebe. Ich verstehe sie nicht mehr. Hunger, verflixt und zugenäht, ich habe Hunger. Und hier ist es eng, haben die sich keine gescheite Bude anschaffen können, bevor sie mich in die Welt setzen? Mich? Ich bin doch nicht irgendwer.
Ich sollte hier abhauen, woanders hin. Hier ist es blöd, die haben mich nicht verdient. Das sind doch Taugenichtse. Einfach nur so, ich gehe mal eine Raupe sammeln, einmal in der Stunde, anstatt mal ordentlich was herzubringen. Ich meine, sie hätten mich ja nicht ausbrüten müssen, sie wollten ein Küken. Ich habe nicht darum gebeten, geboren zu werden, ich nicht. Die wollten sich verwirklichen oder so, ich weiß es nicht, was mache ich hier noch? Ich muss abhauen, ich muss hier weg. Das ist doch ein Saftladen, das Nest ist viel zu eng, wer hat das gebaut? Das ist doch kein Standard. Schatz? Ja? Komm, wir hauen ab, soll sie doch sehen, wo sie bleibt. Muss sie halt endlich ausfliegen, ich kann nicht mehr. Ich will nicht zugrunde gehen. Ich will nicht, dass du zugrunde gehst. Lass uns nochmal von vorne anfangen, ich sage es ihr, okay? Okay, mach mal. Töchterchen, wir finden, es ist an der Zeit. Töchterchen, wo bist du? Sie ist weg. Sie ist weg, weg. Gottlob. Jetzt Jana Volkmann mit einem Text von Jana Volkmann. Mit der Schnabelspitze steche ich ein Loch in den Horizont. Gerade so groß, dass ich hindurchpasse und nur ich. Und hinter mir schließt es sich. Die Flügel spitz von mir gestreckt, folge ich dem Loch, gleite hinein in das Nichts, das mich trägt. Unter mir schäumen die Baumkronen und es wallen sich Berge und Felsen in die Höhe, die seit dem Eozän unverrückt stehen. Ein paar hilflose Trottel wandern auf der Klamm, die Arme rostrot gebrannt von der Sonne der Alten. Einer von ihnen gleitet ein paar Meter den Schotterweg hinab, schlingert, fängt sich fast, fällt dann doch, kollert einige Meter bergab, steht auf und guckt gescheit. Von den anderen brüllen zwei, einer eilt zum Gefallenen und ein paar bleiben stehen. Man fällt und stirbt schnell, ich weiß das. Ein Geräusch hebt sich heraus aus den Steinschlägen und dem Rühren und Keckern im Wald unter mir, dem Summen ferner Motoren und dem Singsang fließender Gewässer. Mit unvermeidlicher, unausweichlicher Gewalt reißt es mich aus meinem Kurs heraus. Das Loch, dem ich nachzufliegen gewillt war, weitet sich zu einer Laufmasche, lenkt mich zur Quelle des Geräuschs. Ein Kuckucksruf. Ich würde ja widerstehen, aber der gleitet mein Stromlinienkörper schon hinein in die Laufmasche. Lauter wird es dort, dort, wo der Wald sich lichtet und unter den Schaumkronen der Bäume erst der Schornstein und dann eine ganze Hütte sichtbar wird. Und es ruft und ruft. Ich streife schon fast die Wipfel, schlingere mich tiefer, das Geräusch kommt von drinnen. Und ein Fenster steht offen und ich hindurch, hinein, ein paar Federn gelassen, im Wohnzimmer dann zwei Menschen in Panik, wirklicher, heller Panik, weil man rechnet ja nicht damit. Und das Geräusch hört auf und ich sehe gerade noch, wie ein hölzerner Kuckuck in einem Holzhaus verschwindet. Wie das, in dem ich nun bin, nur noch kleiner. Und da schlägt jemand nach mir, wedelt nach mir, aber ich weiß nicht mehr raus, habe das Loch und die Laufmasche verloren. Und dann trifft mich was, vorn am Schädel, am Schnabel, vielleicht was eine Hand, vielleicht die Wand. Und dann wird alles leise. Also dann würde ich sagen, dann sollten alle kurz wieder aufstehen und sich dem Publikum zu widmen, zu drehen. Christiane Hammer, Anna Ladurner, Kathi Peschter, die fehlende Eva Riesinger, Maria Christina Schinkro, Monika Schwärzler und Jana Volkmann. Jetzt muss jemand ein Machtwort sprechen und mir sagen, wie viele Minuten ich lesen sollte. Ich habe 26 Minuten mitgebracht für den Fall, dass es ganz, dass alles im Plan ist und dass es alles super kurz wird. Also 20, okay. Dann. Ich lese aus meinem nagelneuen, im Sinn von so letzte Woche oder vielleicht schon vorletzte Woche in den USA erschienen, am 7. Juli auf Englisch als Exportausgabe bei Faber in London und nächstes Jahr erst in England. Es heißt Avalon und es ist die Geschichte, ich denke, das werden Sie bestimmt sehr schnell, also sich sehr schnell einfühlen können. Es ist eine Liebesgeschichte zwischen
einem völlig verkopften Germanisten, das heißt ich als Mensch, der in Deutschland lebt, also ich kenne verkopfte Germanisten und ich kann dann diese archetypische Figur, die es so dermaßen zuhauf gibt, einfach nach Kalifornien so durch die Magie der Fiktion transportieren und ihn dort auftreten lassen, wo er eine ganz verzweifelte junge Frau um den Finger wickelt, die einfach ein sehr hartes Leben hat, die sehr, sehr viel nur arbeiten musste, nicht studiert hat, intelligent ist, viele Bücher gelesen hat, aber nichts besonders Anspruchsvolles, aber unter ihrer sehr schlechten Kleidung sieht sie eigentlich ganz ordentlich aus und das merkt dieser verkopfte Germanist und das schätzt er besonders, diesen versteckten Schatz. Also, und das ist eine Ich-Erzählung und das, was ich jetzt vorlesen werde, ist so zum Ende des ersten Drittels. Als ich Peter, das ist der Germanist, natürlich studiert er englische Literatur, weil es ist ja Kalifornien, aber ich sage Germanist, weil das einfach der Menschentyp ist. Als ich Peter im Januar das nächste Mal besuchte, fuhr ich mit ihm in ihrem Auto zu Topanga State Park. Wir wanderten aufwärts, bis wir einen schönen Blick über den Ozean hatten. Fast die ganze Zeit lästerte er auf eine Weise über meinen Freund Jay, die den sich hätte in ein Loch verkriechen lassen. Sein Gemecker bezog sich auf die allgemein bekannte Tatsache, dass Jay, ein Tänzer, nicht tanzen konnte, dass er tanzte wie einer, der den Flamenco als Witz parodierte, dass er weit darüber hinaus wegen seiner rassistischen Aneignung der Zigeunerästhetik angefeindet zu werden, Gefahr lief, wegen seines abgründigen Scheiterns bei dieser Aneignung noch viel größere Verdammnis auf sich zu ziehen. Peter schien unsicher, was bei einem angelsächsischen Amerikaner russischer Herkunft schlimmer war, gekonnte oder ungekonnte People of Color Folklore, aber er fürchtete, beides sei gleich schlimm. Indem er seine Show öffentlich mache, setzte sich Jay dem Risiko einer standrechtlichen Hinrichtung in den sozialen Medien aus. Wie seine Augen hin und her zucken, sagte er, als wären wir beim südindischen Tempeltanz bloß weder im Rhythmus der Musik noch in dem seiner eigenen Bewegungen. Er wirkt dissoziiert und panisch, als würde er auf offener Bühne missbraucht. Er atmete tief durch. Also sexuell missbraucht, das kann ja keine Absicht sein. Ich mag nicht glauben, dass er weiß, dass er da zuckt wie ein Fünfjähriger beim ersten Date. Seine Lehrerin ist blind, erinnerte ich ihn. Sie ist nicht in der Lage, solche Details zu erkennen. Hat ihm jemals einer erzählt, er könnte ein unlösbares Problem haben? Es ist, als sehe man einer defekten Maschine zu. Es gibt keine Kommunikation ohne gemeinsame Sprache. Aber was für eine Sprache benutzt er da eigentlich? Es ist ein Kauderwelsch und es ist verstörend. Auf seine Weise wirkmächtige Kunst, aber ich weiß, dass es nicht das ist, was er will. Mir fielen unser Freund Henrys Worte wieder ein und ein Gedanken, die ich mir selbst schon zu diesem Thema gemacht hatte. Aber ich sagte nur, am brutalsten ist es, wenn er so ein Gesicht macht, als müsste er dringend aufs Klo. Du verstehst davon nichts, sagte er. Wie solltest du auch? Euer Leben ist so privat. Wahrscheinlich habe ich deine Macke, weil ich bei anderen gut ankommen will. Ich zensiere mich selbst. Ey, aber dieser Ausblick von Topanga State Park ist irre. Er blieb an einem Knick im Pfad stehen und blinzelte zur Nachmittagssonne über den Pazifik empor. Du und Jay, ihr kehrt euer Innenleben nach außen, ihr repräsentiert reine Innerlichkeit. Ich habe immer gedacht, Kalifornier wären oberflächlich, aber oberflächlich seid ihr nicht. Ihr seid nur auf links gewendete Gesetzlose. Diese Uniformität, vielleicht könnt ihr die gar nicht wahrnehmen, weil ihr sie andauernd seht. An der Oberfläche gibt es hier keine Individualität. Das liegt daran, dass kein Fundament gemeinsamer Kulturtechniken vorhanden ist. Das macht Kommunikation unmöglich, denn diese Kultur ist so neu, dass man sie nicht einmal künstlich nennen kann. Sie steckt noch in den Kinderschuhen. Hier gibt es keine Gesellschaft. Ihr driftet jeder für sich wie eingewickelte Säuglinge, wie eingeklemmte Backenzähne.
Du redest wie Henry, sagte ich. Der hat sich auch an Weihnachten über Jay ausgelassen. Das ist der Preis, den ich dafür zahle, dass ich an die Westküste gekommen bin, sagte er. Henry ist in Yale, an der Yale und hebt sein Niveau, während ich hier im Staub rumrobbe, um dem Zombie-Kapitalismus dabei zuzuschauen, wie er sich zur eigenen Geburt zum In-N-Out-Burger schleicht. Eurythmie, also der Jay versucht Flamenco mit Eurythmie zu kombinieren, Eurythmie ist aber eine etablierte Methode, Wörter zu buchstabieren, wandte ich ein. Also ein Kulturgut. Vielleicht soll sie ja gar nicht expressiv sein. Sie besteht aus Zeichen, die man lesen können muss, wie Code. Das wäre so, als würde man Jays Inhalte nur wegen seiner Handschrift hassen, wenn man nichts lesen kann, was er da schreibt. Aber wer kann das denn lesen? Und sag mir, Bran, ist die Kunst dazu da? Er beschattete die Augen mit einer Hand. Die Sonne da oben, die buchstabiert kein Licht. Wenn jemand innerlich brennt, verbrennt, brauchst du dann eine Entzifferungsmaschinerie, damit du die Wärme spürst. Das Leben ist ein brennendes Feuer und die Kunst sollte auch eines sein. Spürst du das nicht? Wir brennen beide, aber das, was Jay tut, ist alles abzukühlen, kaputt machen und Zusammenbruch, Kapitulation und Tod zu tanzen. Ich beschloss, dass hier nicht zu 100% von Jays Tanz die Rede war. Ich griff hinauf nach seiner Hand. Sofort packte er meine, fest zudrückend wie eine Schraubzwinge. Er zog mich zu sich hin und verdrehte mir den Arm auf dem Rücken, sodass unsere Gesichter ganz nahe beieinander waren. Ich spürte meine eigene Hitze, die meine Haut erblühen ließ. Er atmete schwer. Ich beugte mich aus der Hüfte heraus vor und küsste ihm auf die Wange. Tief unten, fast am Hals, und spitzes Küsschen, wie das Picken von einem Huhn. Es war in dem einzigen Code, den ich kannte, ein Versuch, ihm zu zeigen, dass ich brannte. Er schlang beide Arme um mich und zog mich sehr nah heran, wobei er Luft abließ wie eine Dampflok mit einem lauten, schnaufenden Ton. Er presste die Zähne zusammen und schloss fest die Augen, als versuche er, die gesamte Luft in seinem Körper auszustoßen und alle Ausgänge zu verschließen wie ein Freitaucher. Ich gab ihm einen besseren, wärmeren, bedachteren Kuss. Wir waren so nah beieinander wie möglich, aber ohne Hautkontakt und starrten uns in die Augen. Unsere Lippen berührten sich gerade so eben. Dann öffnete er den Mund, bewegte seine Zunge auf meine zu und sagte mit einem sanften Lispeln, du solltest wissen, dass ich verlobt bin. Ich wurde steif und sagte, du bist was? Ich werde heiraten. Ich beugte mich wieder zu ihm vor, unfähig, dieses extrem seltsame Irgendwas aufzugeben, von dem ich einen Moment lang geglaubt hatte, es gehöre mir. Wir können uns nicht weiter küssen, sagte er traurig. Ich habe mich an Weihnachten verlobt. Ich wurde mir meine Hände auf seinem Rücken und seines Penis in meinem Unterleib bewusst, zog mich zurück und sagte, das ist so verfickt. So fühle ich mich auch. Was soll das heißen, verfickt? Du könntest zumindest glücklich sein. Ich kannte sie erst seit ein paar Tagen. Sie ist eine Freundin meiner Ex, die mich im vergangenen Jahr absolviert hat, um zurück nach Brunei zu gehen. Aber an Weihnachten waren sie beide in Boston und ich weiß nicht, sie hat mich beruhigt. Sie ist der ruhige Typ. Er schaute wieder in Richtung Sonne. Draußen im Meer kam ein Grauwal aus dem Wasser und wand sich wie eine gigantische Nacktschnecke. In Peters Augen stand Furcht. Ich merkte, dass er keine Ahnung hatte, was für ein Wesen das war. Sie wollte nicht mit mir allein sein, solange wir nicht verlobt waren. Wieso soll das denn überhaupt zählen? Warst du betrunken? Nein, sagte er. Ich trinke nicht, ich musste ihrem Vater um ihre Hand bitten. Das ist so verfickt, wiederholte ich wie eine defekte Maschine. Er zuckte die Achseln. Vielleicht hat sie sogar recht. Da kannst du Pläne für die Zukunft machen, wenn du mit dem College fertig bist und Zeit für sowas findest. Und bis es so weit ist, kannst du dich auf deine Arbeit konzentrieren. Das ist der Gedanke dahinter.
Du machst dir keinen Begriff davon, wie ehrgeizig meine beruflichen Ziele sind. Geht sie auch aufs College? Also sie wohnt bei ihren Eltern. Sie möchte Hausfrau werden und einen Professor heiraten wie ihren Dad. Sie wird mir das Leben dermaßen erleichtern. Sie meinte, sie wolle keine Hilfe bei den Kindern. Sie wolle sie alleine großziehen, damit ich arbeiten kann. Das ist so verflucht beschissener, ich wollte sagen sexistischer Mist, dass er seine Kinder von jemand anderem großziehen lassen wollte. Aber ich merkte noch rechtzeitig, dass es taktisch blöd gewesen wäre, ihn herunterzuputzen. Ich erinnerte mich nicht, jemals ein Verlangen empfunden zu haben, das so stark gewesen wäre, wie mein momentaner Wunsch. Er würde mich auslachen und sagen, die Geschichte von seiner Verlobung sei nur ein dummer Scherz. Was war das eben im Wasser? Fragte er. Cthulhu? Die Mothra? Sind so Horrorfiguren. Ein Grauwal, sagte ich. Der sah scheußlich aus. Er beschirmte die Augen und starrte aufs Meer, eindeutig erpicht drauf, ihn noch einmal zu sehen. Das ist nur der äußerliche Eindruck, sagte ich. Unter dem Speck ist er super heiß. Wie du, sagte er. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gern ich dich anfassen würde, dich nackt sehen würde. Ich bin zwar in eine Brunei-mäßig arrangierte Ehe reingestolpert, aber sogar als ich dich eben im Arm hielt, konnte ich nicht aufhören zu denken, wie schlau diese Verlobung mit Yassira war. Du bist nicht unkompliziert, das weißt du doch. Und sie ist einfach, oder was? Sie ist einfach, er nickte. Ich brauche was Einfaches in meinem Leben. Tut mir leid. Wirklich. Er trat auf den Pfad zurück und streckte die Hand aus, eine Einladung weiterzugehen. Ich hasse dich, sagte ich. Ich tat einen schnellen halben Schritt auf ihn zu und einen schnellen halben Schritt zurück. Ich stand da wie ein vertrockneter Maisstängel und fragte mich, wie ich irgendwie noch einfacher werden konnte. Denn ich fühlte mich binär, ich die Null und er die Eins. So einfach war das. Ein bisschen schwankend machte er kehrt bergab und zurück zu meinem Auto. Er streckte die Arme auf Hüfthöhe nach vorn, als wäre ihm an einem dunklen Ort schwindelig und er müsse sich mit den Händen vorantasten, um nicht hinzufallen. Er sah aus, als würde er gleich ohnmächtig. Ich krächzte, warte, und er wartete. Als ich zu ihm kam, sah ich, dass er geweint hatte. Eine Weile liefen wir schweigend nebeneinander her. Wieder berührte er meine Hand. Ich hob den Kopf, um sicherzustellen, dass er auch mein feuchtes Gesicht sah. Ich knöpfte zwei Knöpfe auf, als würde ihm das helfen, mein verfluchtes Herz zu sehen. Wir standen auf dem Pfad, küssten uns mit geöffnetem Mund und verkrallten uns im Haar des anderen. Wir küssten uns so, wie Roland bei Roncevalles in sein Horn stieß, voller Verzweiflung, und doch erschien kein Herrscher von Engeln, um Peter zu sagen, dass es in Ordnung war, seinen Fehlkauf zu stornieren und dem Mädchen den Laufpass zu geben. Ein den Hang heraufkommendes Pärchen unterbrach uns und wir gingen weiter nach unten. Mitten in der Rush-Hour fuhr ich ihn zum College zurück, wobei ich später den Verdacht hatte, diverse kleine Blackouts erlebt zu haben. Ich konnte mich zwar ans Links abbiegen, auf den Freeway in Santa Monica entsinnen, aber nicht daran, durch den Canyon gefahren zu sein. Und ich war mir auch nicht sicher, wie genau ich beim Zurücksetzen eine Zapfsäule den rechten hinteren Kotflügel eingebeult hatte. Glücklicherweise war es laut an der Tanke, ein durchdringend dumpfes Dröhnen vom Pacific Coast Highway. Und das, woran ich entlang geschrammt war, war eine mit dickem Stahlblech verkleidete Betonbegrenzung gewesen. Kapitel 5. Ich hatte gedacht, das wäre es jetzt zwischen Peter und mir, aber zu meinem Erstaunen, ja zur ungläubigen Verwunderung meiner kindlichen Naivität, blieb er eisern am Ball. Nur eine Woche später stand er bereit zu einem weiteren prickelnden, erregenden Spaziergang, bei dem sich gelegentlich unsere Hände berührten und unsere Gespräche mit romantischen Zweideutigkeiten gespickt waren. Wir tigerten durch ein Open-Air-Einkaufszentrum, in dem es weder Privatsphäre noch eine echte Notwendigkeit gab, auf unseren Weg zu achten, während er mir über das Wien des Fin des Siècle erzählte. Er sagte, um die vorletzte Jahrhundertwende zu verstehen,
muss ich dieses eine Stück von Arthur Schnitzler lesen, in dem eine Reihe von Menschen glaubte, sie Vögel, gesellschaftlich Höherstehende, um voranzukommen, nur sei die Reihe letztlich ein Kreis. Dazu die Liebeslyrik von Oscar Wilde und etwas, das mit den alten Griechen und dem Matriarchat zu tun hatte. Die olympischen Götter, wie zum Beispiel Zeus, seien Lockvögel für das Patriarchat gewesen, eine idiotische Innovation. Ihre Ankunft sei eine unendlich lange Ära vorausgegangen, in der noch niemand herausgefunden hatte, dass für Schwangerschaften Sperma nötig war. In diesen endlosen Tagen hätten Frauen die Welt regiert. Erst kürzlich habe die Wissenschaft sie entthront. Vor der Entdeckung, dass Männer die Schwangerschaft verursachten, wäre er in keiner Weise verpflichtet gewesen, Yassira zu heiraten. Sie hätte herumvögeln. Ihre Kinder hüten und ihn sein Leben so lange fortführen lassen können, bis ihn die Mänaden zerrissen. Er sprach auch ein wenig über feministische Autorinnen, nach deren Ansicht dereinst emanzipierte Frauen wieder matriarchalische Familien führen würden, wie bei den Griechen der alten Schule. Da die Gesellschaft nicht matriarchalisch sei, meinte er, würden sie nie zu jammern aufhören. Wie stehe ich in der Zeit? Ich habe vergessen zu gucken. Perfekt. Danke, danke sehr. Sie sind die Ersten, die diesen Text überhaupt kennenlernen durften, dieses Meisterwerk. Und und erst nächstes Jahr wird es auf Deutsch erscheinen bei Rowohlt. Diese Übersetzung ist von Thomas Überhoff.